Na denn, wir beschäftigen uns heute mit der Schreibweise von Funktionen, was man damit alles machen kann. Bloß mal eine ganz einfache Geschichte. Beispiel, wir hatten f von x sei meinetwegen 2x plus 7. Das sei unsere Funktionsvorschrift. Ich verzichte jetzt mal auf den Graphen vorläufig. Und ich möchte mal auf diese Schreibweise hier zu sprechen kommen. Was passiert damit? Die Schreibweise, wenn man sich daran gewöhnt, kann man auch tollere Dinge machen. Ich zeige das dann noch. Die bezieht sich eigentlich bloß darauf, wenn ich sage, ich möchte für x einen bestimmten Wert haben, und zwar hier zum Beispiel hätte ich f von 3 geschrieben, und ich schreibe das auch mal hier, f von 3, aber nach der Funktionsvorschrift, wie sie hier oben steht, dann sage ich, f von 3 ist 2 mal, und statt x schreibe ich jetzt 3 plus 7. Das ist damit gemeint. Dass das auszurechnen 2 mal 3 ist 6 plus 7 ist 13, das ist ja eine ganz andere Sache. Das ist nicht das Problem. Wir müssen uns bloß an diese Schreibweise insofern gewöhnen, dass wir dann sagen, wir können alles Mögliche, zum Beispiel auch f von 0 einsetzen. Das hieße dann 2 mal 0 plus 7. Was hier dahinter steckt, ist nichts anderes als unser y-Achsenabschnitt. Denn, nochmal jetzt brauchen wir den Graphen, der y-Wert, der ist ja nichts anderes als die Höhe. Die Höhe, also wenn ich mich nicht nach oben bewege, dann ist der y-Wert 0. Und das gucken wir uns jetzt mal mit dem Graphen an. Machen wir das ganz schnell wieder. 1, 1, oh, plus 7 ist vielleicht ein ungünstiger Wert. Ich wähle mal eine andere Aufteilung. Ich sage hier, das ist 5 und das ist 5 wert. Dann wäre hier 10. Ich schreibe das jetzt mal ran. Hier auch 10, hier minus 10. Jetzt höre ich aber mal auf damit. Gucken wir uns mal an, unser y-Achsenabschnitt. Ich mache es farbig. Also es geht um diese Funktion hier oben. Y-Achsenabschnitt ist schon vorgegeben, der ist geschenkt. Ne? Der wäre hier ungefähr bei 7. Und jetzt 2x, das heißt, ich gehe einen nach rechts und zwei nach oben. Das wird mir aber bei der Einteilung, nebenbei gesagt, ein ganz kleines piepliches Steigungsdreieck. Machen wir es anders. Wir setzen einfach eine 5 ein oder wir nehmen einfach mal, und jetzt kommt der Vorteil auch, f von 5. Und das kann man ausrechnen, indem man sagt, 2 mal 5 ist 10 plus 7 ist 17. Also, hier ist der Punkt 5. Jetzt gehe ich aber nicht von dem y-Achsenabschnitt aus. Ich mache kein Steigungsdreieck, sondern ich zeichne einen Punkt ein. Also, bei dem x-Wert 5 nimmt der y-Wert 17 ein. Das wäre ungefähr hier. Und schon haben wir wieder unsere zwei Punkte und können unseren Graphen malen. Eine Probe, wir nehmen mal f von minus 5. Ob dieser Graph auch richtig gezeichnet ist, das heißt 2 mal minus 5 plus 7, das wäre minus 10 plus 7 ist 3. Also bei minus 5 ungefähr liegt der andere Punkt hier, das klappt. Das funktioniert ungefähr. Diese Schreibweise von Funktionen, die hat noch einen weiteren Vorteil. Wir haben ja bis jetzt immer x- und y-Werte genommen, weil wir mit allgemeinen Werten arbeiten. Das Schöne ist, Beispiel, wenn ich sage, s von t, ich sage dann gleich was dazu, ist 2t, dann bedeutet das übersetzt, s ist abhängig von t. Und zwar wertmäßig so, dass ich jede t mal 2 nehme. Und was hier steckt jetzt im Einzelnen dahinter? Wir kennen alle das Geschwindigkeits... nicht das Geschwindigkeitsgesetz, sondern die Formel zur Errechnung der Geschwindigkeit, v ist s durch t. Und da kann man ja sagen, bei einer konstanten Geschwindigkeit sähe das zum Beispiel so aus. Ich nehme hier die Zeit und ich nehme hier den Weg. Und ich habe hier bestimmte Werte, sagen wir 1, 2, 3, 4, 5 Sekunden, 1 in Sekunden also angegeben. Und hier habe ich meinetwegen 25 Meter, also S wird in Metern angegeben, der Weg, die Strecke, T wie Time. Und ich habe eine Geschwindigkeit von 25 Meter pro Sekunde. Dann könnte ich doch sagen, naja, das ist doch gar nicht schwer. Dann kann ich sagen, in einer Sekunde 25 Meter, wenn v gleich 25 Meter pro Sekunde ist. Das heißt dann in 2 Sekunden 50 Meter und so weiter und so fort. Wenn ich das mal hier so mache, dann müsste das wie folgt aussehen. Also, das war eine ganz allgemeine und hier diese 2 ist ein Beispiel, der Anstieg ist ein Beispiel. Ich schreibe dann
S von T ist gleich, und jetzt muss ich sagen, wenn ich hier eine 1 einsetze, kommt eine 25 raus, also müsste ich hier 25 T hinschreiben. Ich kann also auch solche physikalischen Zusammenhänge mathematisch ausdrücken. Und jetzt kommt noch was Schickeres. Wir vermissen ja alle hier hinten plus irgendwas oder minus irgendwas, dieses absolute Glied in Funktion. Das könnte ja bedeuten, dass ein Mensch sagt, jetzt nehmen wir mal hellgrün, der Weg in Abhängigkeit von der Zeit ist zwar 25 mal t, aber ich starte schon bei 30 Metern. Das heißt, ich habe schon mal 30 Meter Vorsprung, bin aber genauso schnell wie der lila. Also der mit der Lila-Funktion. Dann könnte ich sagen, okay, mein Vorsprung geht hier los. Und jetzt kann ich ganz genauso rechnen. Jetzt setze ich hier eine 1 ein, dann habe ich 25 plus 30, 55. Also ist mein nächster Punkt bei einer Sekunde hier, bei einer Sekunde hier und so weiter und so fort. Dieser Graph entspräche der grünen mit dem Vorsprung, und dieser, der startet beim Ausgangspunkt. Wenn ich eine 0 einsetze, hier eine 0, dann ergibt sich nichts weiter als 0. Und so kann man dann physikalische Zusammenhänge schön in solchen Formeln ausdrücken. Daher dieses S von T, F von X und so weiter und so fort. Das gibt es auch für ganz andere physikalische Zusammenhänge, möchten wir uns jetzt aber nicht allzu sehr drüber zerwalzen. Also nochmal, Schreibweise von Funktionen. Wenn ich also schreibe F von X, dann hat das seine Bedeutung. Und die Bedeutung ist sehr schön, denn ich kann dann zum Beispiel sagen, ich setze statt des X ein 3 ein. Oder eine 0, oder, und kann dann einfach mit dieser Schreibweise ausdrücken, dass ich auch einen bestimmten x-Wert eingesetzt habe, sodass sich also wirklich die Abhängigkeit, eine Funktion, ist eine Abhängigkeit nach einer Funktionsvorschrift, dass sich die Abhängigkeit dann darstellt. Kurz zur Physik: Wenn der Weg abhängig ist von der Zeit, also der Weg, den ich zurückgelegt habe, abhängig ist von der Zeit, die vergangen ist, dann kann ich das sehr schön in solchen Zusammenhängen darstellen. Gibt es hier irgendwelche Fragen? Das heißt also, der Vorteil ist hier, wenn ich hier, jetzt muss ich wieder auf Blau gehen, wenn ich sage F von 5, dann kann ich das auch, dann muss ich das nicht so hinschreiben, sondern in diesem Fall kann man es ja im Kopf ausrechnen, dann kann ich auch kurz schreiben, F von 5 ist gleich 17. Oder F von minus 5 ist gleich, was hatten wir gesagt, minus 3. Was? Nee, Moment mal. 10, minus 10 plus 7 ist minus 3. Habe ich hier Mist gemacht? Hier mit meinem Punkt? F von minus 5? Ach hier, die 5 ist ja viel weiter runter. Vorsicht, das war Quatsch. Ach, Moment. Hier wird es wahrscheinlich auch einen Punkt ergeben. Hier. So. Das wäre ein anderer Punkt. Den können wir aber bestimmen. Also das wäre der hier. Dieser Punkt. Das heißt, ich habe in dieser Kurzschreibweise dargestellt, dass mein x, wenn ich das hier in die Klammer reinschreibe, folgenden Wert ergibt, wenn ich es mit der Funktionsvorschrift verknüpfe. Klar, ich hatte dieses Beispiel um s von t ist 2t, das war ein Beispiel, das hat jetzt hier mit meinen farbigen Linien überhaupt nichts zu tun. Das würde dann ganz anders aussehen. Da müsste ich dann sagen, oh je, das kann man kaum darstellen. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal weg oder machen wir hier oben was anderes draus. Nehmen wir mal nur 20t. Dann hieß es ja, nach einer Sekunde ist er erst 20 Meter weit gekommen. Hier ungefähr. Nach 2 Sekunden 40 Meter. Na, sagen wir mal, ungefähr hier. Und da sieht man auch, dieser Graph, der steigt gar nicht so steil an. Oder nach 4 Sekunden 80. Es geht vielleicht besser. 25, 50, 75. Dann wären wir hier ungefähr. Ja, würde passen, ungefähr. Nach 4 Sekunden 80. Das war also oben bloß ein Beispiel, wie man es hinschreiben kann. Ne? Probieren wir mal Folgendes aus. Ich nehme jetzt mal knallerot. S von t soll sein minus 25 t. Und wir fangen an bei 100 Metern. Das hieße nichts anderes, als dass einer uns entgegenkommt. Wenn wir beide, also der Lilane, beim Nullpunkt startet, ich mit meinem Grünen schon mal 30 Meter Vorsprung habe, wir aber in die gleiche Richtung eilen. Den Schwatten lassen wir jetzt mal weg. Und wir haben einen, der bei 100 Meter anfängt und uns aber entgegenkommt, dann fährt der so.
Jetzt kann man das wunderbar machen, dann kann man sagen, warte mal, dann setzen wir mal statt t 4 Sekunden ein. Bei 4 Sekunden ergibt sich minus 100 plus 100 ist 0. Das heißt, der kommt uns dann entgegengefahren. So sieht dann sowas aus. Jo, Moment. Ich weiß, das ist ein schweres Thema. Man darf sich dieses Diagramm oder dieses Koordinatensystem jetzt nicht so vorstellen, ich gucke mal von oben und die rennen in irgendwelche Richtung auf einer Karte entlang, sondern hier geht es lediglich um die Werte. Und wenn ich sage, wann ist der Rote wieder bei dem Punkt, wo eigentlich alle losrennen wollten, bis auf den Grünen, der ist ja mit Vorsprung gestartet, dann muss ich sagen, 0 ist gleich minus 25 t plus 100. Und wenn ich das umstelle, dann kommen auch meine 4 Sekunden wieder raus. Dann kann ich sagen, minus 100. Dann sage ich, minus 100 ist gleich minus 25 t. Und wenn ich jetzt durch minus 25 teile, dann sieht man auch, was passiert. Dann ergibt sich der gesuchte Wert, also minus 100 durch minus 25 ist 4. Nach 4 Sekunden ist er da. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Das war sozusagen eine Nullstelle. Ist verrückt, ne? Ich kann auch was anderes machen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, das ist unsere Vorstufe zu der Übung. Das ist schon ein bisschen heiß. Ich kann auch sagen, hier. Nach welcher Zeit, guckt mal hier, von hier bis hier, das ist eigentlich eine negative Zeit, gibt es ja nicht. Nach welcher Zeit ist der Grüne, müsste der losfahren, damit er dann Vorsprung hat, wenn ich mit meinem lilanen Gerät losfahre. So, also auch im grünen Falle gilt, ich könnte die Zeit ausrechnen, die der vorher starten müsste, um 30 Meter Vorsprung zu haben, so ausrechnen, indem ich dann sage, 0, 0 ist gleich 25 t plus 30, stelle um und dann komme ich sogar, kann mir sogar auf die Gesundheit Hundertstel Sekunde genau bestimmen, wann der gestartet sein müsste, damit er diesen Vorsprung hat, wenn ich mit meinem lilanen Auto losfahre. Und der andere, der uns entgegenkommt. Aber das ist jetzt schon mal eine komplett heiße Geschichte. Das hier ist dann auch Physik, das ist höhere Klasse, Stoff und das können wir alles später machen. Jetzt bleiben wir nochmal bei dieser ganzen Geschichte. Wir müssen uns bloß an die Schreibweisen gewöhnen. Und auch hier solche Nullstellen, die gelten natürlich ganz genauso. Wobei wir dann anders schreiben. Ich schließe das Video ab.